Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der Savior Mod. Yay. Dann sind wir noch Platinum Gott, haben in der letzten Folge mit Mary hauptsächlich gespielt. Wir haben noch ein paar andere gespielt, aber mit Mary haben wir bis zum Ende gespielt. Und ja, ich weiß, ich kam nicht darauf, wer Mary ist aus der Bibel. Dabei ist es einfach Maria. Wegen dem englischen Namen wusste ich nicht, wer es ist. Von Maria und Josef, die Eltern von Jesus Christus. Sollte man eigentlich wissen als Christ. Aber gut. Deswegen hat das dann auch mit der Virgin-Dings. Weil die war ja irgendwie. Die hatten dieses Jungfrau-Sternzeichen und das passt ja dann auch, weil Maria hat ja Jesus bekommen, ohne jemals Spaß zu haben. Und. Ach komm, wir können sogar Jesus spielen. Kann Jesus dann irgendwas Tolles? Ich habe keine Ahnung. Ah ne, Jesus ist wahrscheinlich einfach nur der Azazel, oder? Der Azazel in diesem Spiel. In dieser Mod, wir spielen einfach mal. Solomon, der eigentlich Salomon heißt, oder? Im Deutschen. Oh, wir sind König Salomon. Die Krone sieht cool aus. Oh, geil. Und jetzt sieht Salomon irgendwie behindert aus. Salomon, was ist mit dir geschehen? Warum siehst du so behindert aus? Naja, egal. Gut, wir sind Salomon, kriegen also richtig, richtig viel Geld. So richtig, richtig viel Geld. Stimmt, was haben wir denn eigentlich so? Wir haben Geld, 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 eine Box und Geld. Gut, wir haben Geld. Sehr schön. Ich mag Geld. Wir sind der König in der Box. Yay. Ich wollte schon immer mein König in der Box sein. Ah. Solche Räume gibt es eigentlich nicht. Das ist unlogisch. Mensch. Okay. Oh. Okay, warum nicht? Noch mehr Geld. Wir sind der reiche König in der Box. Wie schon gesagt. Jetzt können wir auch auf jeden Fall in den Shop reingucken. PhD. PhD holen wir uns auf jeden Fall. Und dann holen wir uns auch die Pille, weil die nur gut sein kann. Mein Job ist auch gut. Hatten wir nicht eben auch eine blaue Pille? Eben war sie noch schlecht. Na egal. So, holen wir uns noch das. Und wir haben nur zwei rote Herzen und ein blaues Herz, aber macht nichts. So, ich würde jetzt gerne die Kiste da irgendwie rausspringen wollen. Okay, hat sich nicht gelohnt. Aber wir haben wenigstens kein Leben verloren. Das ist doch schön. Aber wieso sieht denn die Krone so hübsch aus? Das ist doch garantiert nur diese eine Krone, die man auch bei den Bossen immer finden konnte. Oder? Oder gehört das einfach zu dem Skin da? Ach, das kann auch sein. Dass das gar kein Item ist, sondern das einfach nur so ein... Ja, halt zum Skin dazugehört. Weil Salomon halt so aussieht. Aber hatte Salomon nicht auch dieses komische Schild? Das irgendwie vom Himmel herabgeregnet ist und dann wusste er, oh, ich bin König oder so. Ach, ich habe wieder keine Ahnung. Ich glänze wieder mit Unwissenheit. Aber das kennt man ja nicht anders. So, auf jeden Fall hatte ich da voll den Geistesblitz gehabt bei Jungfrau Maria. Als ich dann an Maria auch gedacht hatte. Schon ein bisschen peinlich, aber naja, gut. So. Money, money, money. Erster Boss. Dieser ist Pin. Oh, Geld beim Boss. Finde ich gut. Und ein Doppelboss. Und wieso ist... Ach, der bringt sich selber um ein Feuer... Okay, dann zünde ich doch das Feuer gar nicht erst aus. Ja, los, komm her. Sehr schön. Bringt er sich selber um an dem Feuer. Nett. Nett, nett. Ich finde das nett. Okay. Haben wir schon mal die erste Ebene geschafft. Die ging schnell. Oh, Keller. Ich habe so ein bisschen Angst diesen Geist. King Boo. Vor King Boo habe ich ein bisschen Angst. Je nachdem, wie halt hier die Raumstruktur sein wird, kann der ganz schön assig werden. Und von daher will ich den eigentlich gar nicht finden, wenn ich ehrlich bin. Und ich weiß nicht, ob ich diesmal wieder zum Blue Baby gehen möchte, weil letztes Mal wollten wir zum Blue Baby und dann war da gar kein Blue Baby. Jetzt frage ich mich, ob es überhaupt ein Blue Baby gibt. Aber dann können wir eigentlich auch zum Teufel gehen, weil wenn wir sowieso The Lamp als letzten Boss bekommen, in der Kathedralebene, dann macht das auch nichts. Aber in dieser Mod ist ja sowieso alles anders, wie es scheint. So, die Pille kann nur gut sein. Sehr schön. Schlüssel nehmen wir noch mit. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Geld. Komm, da ist irgendwo Geld drin. Perfekt. Zwar nicht so viel, aber immerhin. So, wie ist eigentlich unser Schaden? 3. Wir haben, glaube ich, schon ein Schadensupdate bekommen. Okay. So, da war noch eine Münze. 4 Münzen fehlen nur noch. Ich glaube, die sollten wir bekommen. Mit unserem Sack voller Pennies. Oh, guck mal, wie süß.
Hä? Die gab's doch vorher niemals so klein, oder? Die war doch kleiner als sonst. Ich fand die süß. Oh ja, einfach so Mini, so Baby-Version von den ganzen Gegnern. Das wäre cool. Das hätte was. Baby-Version. Die will man da gar nicht töten, weil die so süß sind. Na gut, ich glaube, wir gehen einfach mal schon mal zum Boss. Blight and Ovum, okay. Ach stimmt, das Baby kann man nicht angreifen. Da ist ein Stein, den habe ich voll übersehen. Volle Kanne. So. Okay, das war klar. Tier ist aber ein Knockback. Oha, wieso sind unsere Tränen jetzt so riesig? Nur wegen dem Knockback, okay. Wollen wir das kaufen? Ist das was Gutes? Bümsten, perfekt. Haben wir einen Bümsten. Wie viel Schaden haben wir jetzt? Immer noch nur 3, okay. Guck mal, man kann den Bümsten behalten. Ich habe den gerade aufgeladen. Man kann den behalten, wenn man weiterhin gedrückt hält. Okay, nicht schlecht. Haben wir jetzt halt 2 Leben weniger, kriegen auch keinen Angel-Raum mehr. Auf jeden Fall nicht in der nächsten Ebene, höchstwahrscheinlich. Aber dafür haben wir einen Bümsten. Und wenn wir jetzt noch ein paar Tiers-Ups bekommen, Tiers-Up-Pillen oder sowas, dann können wir den sogar noch richtig schnell aufladen. So. Du auch noch. Und ob sich das lohnt. Haben wir noch ein halbes... Nee, okay. Wir gehen mal rein. Vielleicht kriegen wir ein paar Leben. Nein. Okay, dann raus hier. Hallo Shop. Was hast du für uns? Plazenta. Okay. Immerhin ein HP ab. Ja gut. Also ich fühle mich bis jetzt noch recht sicher, muss ich sagen. Obwohl wir eigentlich auf den Gotthead gehen sollten. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gekauft habe. Frag mich nicht. Katakomben. Aber ich mag meine Krone, die ich auf habe. Oh, wenn wir jetzt noch Gabi werden würden. Bümsten und Gabi ist Beste. Also wirklich. Bümsten und Gabi ist super. Wenn wir Gabi werden sollten, dann haben wir schon gewonnen. Egal, was kommt. Okay, das andere war auch nur Tower. Ist quasi dasselbe. Nur als Pille. Oh Gott. Nee. Nee. Blöde Spinnen. Ich habe gerade meinen Bümsten. Will ich nicht wieder verlieren. Danke. So, was haben wir hier? Oh, die Set Onion. Genau das, was wir brauchen. Ein heftiges Tier-Sub einfach. Oh, wie schön schnell wir jetzt den Bümsten aufladen können. Geilo. Das ist wirklich richtig gut. Wir brauchten Tier-Sub und haben es dann genau bekommen. Oh, wire. Oh, wire. Jetzt müssen wir nur noch Gabi werden. So. Ja, jetzt können wir auch eigentlich durchwaschen. Recht simple. Danke. Na, was haben wir hier? 2 Schlüssel. Ja, brauchte ich jetzt nicht so dringend, aber nehme ich natürlich gerne mit. Was haben wir hier? Da haben wir schon den Boss. Hilfe. Hilfe. Okay. So, da oben wäre wahrscheinlich der Geheimraum gewesen. Wir schauen nochmal nach. Nee, auch nicht. Okay, wir brauchen aber noch den Shop. Den hätte ich gerne mitgenommen, auch wenn ich nicht genügend Münzen dafür wahrscheinlich habe, aber vielleicht ist da eine Pille drin. Und die Pillen können ja nur gut sein, von daher hätte ich dann schon gern auch den Shop. So, ich habe übrigens eben mal die ganzen alten Digimon-Lieder wieder angehört. Wo ist hier wird noch ein Gegner? Achso. Und habe dadurch voll den Nostalgie-Schock bekommen. Kennt ihr das? Wenn... Oha. Ah, fliegen können aber dann keine Leben mehr haben. Ich... Nee. Den Fischkopf. Aha. Kennt ihr das, wenn ihr so alte Anime-Lieder hört? Und das dann voll schön findet und ja. Und an die guten alten Zeiten zurückdenkt. Was war eigentlich dieser Fischkopf? Hat der Fliegen gespawnt, wenn wir getroffen wurden oder wenn wir treffen? Ich weiß es nicht. Unser Dings ist schon wieder ready. Könnten wir also mal hier reingucken. So. Schade. Okay, dann... So. So. Okay. Haben wir doch gut eingelöst. Haben sogar ein blaues Herz dafür bekommen.
Aber uns fehlt immer noch der Shop. Shop, wo bist du? Ich suche dich, bitte melde dich. Shop, wo bist du? Meld dich doch. Und dann geht es ab. Noch schneller? Nö. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Den D irgendwas. Und unser Egg Bomben Zeit. Das brauchen wir. Das brauchen wir richtig dringend. Moment. Wir haben genug Bomben. Hoffentlich kriegen wir auch genug Geld. Ja. Okay. Das brauchen wir auf jeden Fall. Egg Bomben Zeit. Investation. Ich glaube, das ist das, dass wenn wir Schaden machen, dass dann. Dass dann Fliegen spawnen. Das ist super. Ja. Oh, wenn es das wirklich ist, dann sind wir ein kleiner Gabi jetzt schon. Mit Brimston. Kleines Gabi mit Brimston. Das wäre richtig cool. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Ab zum Boss. Ab zum Boss mit uns. Ich will zum Boss. Okay, das einzig Schlechte ist, dass wir nur zwei Leben haben. Aber sonst geht das. Oh, ist das das doch nicht? Hä, wo sind meine Fliegen? Oh, das ist das doch nicht. Mulligan, Mulligan war das. Das Fliegen spawnt. Oh, jetzt bin ich wieder ein bisschen traurig. Egal, noch ein Tier. Wir können noch schneller aufladen. Oh. Das finde ich jetzt trotzdem irgendwie ein bisschen doof. Ich habe mich gefreut, dass ich Fliegen spawnen kann. Und dann sind das so diese anderen. Dieses andere Teil. Dann ist das doch nicht so toll. Pheromone. Yay. Wir pupsen Liebe. Den ganzen Tag. Immer schön Liebe pupsen. Bei der ganzen Grausamkeit in dieser Welt kann man doch mal Liebe pupsen. Guck, wie grausam er ist. Er ist so grausam. Wir pupsen Liebe und was macht der? Der gibt uns einfach gar nichts. So ein Blödmann, oder? Geben dir sogar Geld. Pupsen Liebe und er gibt uns nichts dafür. Tze. Was sind das hier für komische Räuber? Wieso machen wir keinen Schaden? Oh. Oh, oh, oh. Könnte eigentlich. Ist eigentlich wirklich ganz gut, aber. Wir brauchen Schaden. Obwohl, wir haben den Brimston. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Schaden. Ach doch, Schaden ist immer gut. Wir behalten unseren Schaden. Wir behalten unsere Lokis Hörner. Wenn die überhaupt so heißen. Und laufen einfach weiter. Das, wir können eigentlich unsere. Unseren Teleporter jeden Raum einsetzen. Theoretisch. Wenn wir wollen, würden, tun. Also wenn wir in irgendeinen blöden Raum kommen, den wir nicht besiegen wollen, dann können wir uns einfach rausteleporten auf jeden Fall. Unendlich oft. So, wie zum Beispiel den Raum hier. Den wollen wir nicht. Und deswegen kaufen wir uns nix. Aber das ist wieder ein Geheimraum, wo man Sachen kaufen kann. Okay, cool. Cool, 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 cool. Ist alles ganz cool, ja, ja. Okay, wenn wir uns die Leiter kaufen, dann können wir uns auf jeden Fall das weiße Herz holen. Aber ich kaufe mir lieber die Eifer- und Pilzpille, weil die bringt uns nichts. Und Useless Stuff ist der Beste. Blablabla. So. Warum ist die Ebene so groß? Ist das nächste Erlebende? Nee. Nicht mal das. Auf jeden Fall noch ein blauer Stein, den wir gleich in die Luft springen können. Oh, zwei Items. Zwei Items für nur einen Schlüssel. Und eine Bombe. Okay. Nehmen wir beides mit. Warum nicht? So. Bitte ein blaues Herzchen. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt sind wir ein kleiner Raccoon. Oh Gott, geh weg. Okay. Jetzt haben wir diesen süßen kleinen Schwanz. Ja! Wir haben einen Schwanz. I like Schwänze. Okay, das klang falsch. Oh Mann. Ich mag Tierschwänze. Klingt immer noch falsch. Ich mag Schweife. So, Pheromone. Wir können wieder Liebe pupsen. Okay.
Dann pupsen wir gleich mal, Liebe. Was haben wir eben bekommen? Ah, diese Stecknadel. Genau. Okay, Tiefen 1. Aha, ihr wollt also Liebe, ja? Dann liebt euch mal. Ihr könnt mich mal gern haben oder euch gegenseitig. Was auch immer. Was ihr lieber mögt. Warum sind hier überall blaue Steine? Naja, ich hab nichts dagegen, wenn ich ehrlich bin. Treubombe? Nee. Heldtab nehmen wir gern. Speedup nehmen wir auch gern. Den Kompass nehmen wir auf jeden Fall gern. Und dann hauen wir ab. Wenn ich schon den Teleporter habe, dann nutze ich den auch. So, goldenen Raum haben wir noch nicht. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg nochmal kurz zurückgehen. Oh. Sollte an sich aber ja kein. Schon wieder ein blauer Stein. Überall blaue Steine, wir haben keine Bomben mehr. Oh Gott. Kriegen wir jetzt Bomben her? Okay, Shop, wo bist du? Ich brauch Bomben. So, Lucky Toe. Wir kriegen viel zu viele Trinkets dafür, dass wir schon von Anfang an eins hatten. Das auch noch richtig gut war. Das Blöde ist, die ganzen Trinkets können wir halt nicht gebrauchen. Weil unser Anfangs-Trinket schon viel zu gut war, schon. Ja. Ist so. Okay. So. Schon noch eine Technologie. Stimmt, wieso, oh, wieso habe ich Technologie mitgenommen? Bin ich doof? Hat uns das nicht sogar schwächer gemacht? Nee. Okay, mal nicht das. Was haben wir sonst so? Wir haben eine Bombe, die wir nehmen. War das was Gutes? Nein. Jetzt habe ich die schon zum zweiten Mal gekauft. Nett. Nett. Ich kaufe gerne unnütze Sachen. Unnütze Sachen. Ein Gegner ist hier einfach drin, ist klar. Okay. Soll das ein Zeichen sein? 99 Bomben. Und die Schere. Ich glaube, die Schere ist sogar besser als der Teleporter. Wir könnten jetzt natürlich den Teleporter kurz mitnehmen, um ein halbes Leben weniger zu verlieren, wenn wir jetzt in den Stachelraum gehen. Aber ist mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen egal. Die Pille war unnötig. Ach Mann. Na gut, kamen wir hier wenigstens rein, ohne noch ein Leben zu verlieren. Yay. Also wir hätten das Leben sowieso verloren und so haben wir es jetzt halt dadurch verloren. An den Stacheln. Was können wir hier? Judgment. Wir haben leider nicht genug Geld für Judgment. Okay. Ja, dann haben wir hier auch alles, außer halt die Geheimräume, aber die suche ich ja sowieso nie. Von daher haben wir alles. Na, guck mal, das sieht aus wie ein Herzchen. Ein Herzchen aus Stacheln fast. Ausweichskills. Ich bin der beste Ausweicher in diesem Spiel. Der beste. Oh Mann. Okay, ich lose mein Head. Los, Körper. Greife an. Wie unlogisch das aussieht. Na, wir schießen Blut aus unserem Hals. Hä, das bringt ja gar nichts. Wir können ja nicht mal unseren Kopf bewegen. Macht unser Kopf auch irgendwas? Hä, was bringt dann das Item? Hä? Hä, der Kopf macht ja gar. Ich glaube, hier ist was falsch. Ich glaube, hier ist was falsch gelaufen. Naja. Ein Gabi-Item nehmen wir auf jeden Fall mit. Da ich immer noch gerne Gabi werden würde. Und irgendwie bringt uns ja dann die Schere nichts. Oder doch? Ich weiß es nicht. Sollte man nicht eigentlich den Kopf lenken können, wenn man die Schere aktiviert? War das nicht so rum? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Hallo, Judgment. Was willst du? Gibst du uns denn wenigstens was, wenn ich dir jetzt Geld gebe, nicht so wie dein anderer Kompagnon? Ach, das ist nett. Das bringt mir zwar nichts, aber das ist trotzdem nett. Okay. So, zwei Gabi-Items to go. Haben wir gewonnen. Dann haben wir schon gewonnen.
Und? Das ist irgendwie falsch. Hey, wo will ich denn hin? Da oben. Muss ich also durch den Doppelraum gehen? Na gut, Spiel. Wenn du das unbedingt willst, dann mache ich das gleich. Wow. Holy water. Sowas wollte ich schon immer haben. 48 Energie, Pheromone. Ja, gut. Ein Schlüssel, danke. Okay. Dann kurz nach unten, weil da die ganzen Schlüssel, Item, Shops, Dinger, Räume sind. Und wir haben ein Holy Water. Holy Water? Kann man das nicht eigentlich auch nur... Nee, Holy Water kann man doch auch nur in den Angel-Räumen finden, oder? Das heißt, in dieser Mod... Bringt uns das irgendwas? Mit dem Brimsten. Schießen wir jetzt 3 Brimsten? Oder 4? Das wäre ja mega. Weiß ich nicht. Egal. Was habe ich eben gesagt? Weiß ich nicht. Das ist eigentlich ganz cool mit dem Brimsten, aber irgendwie auch nicht. Und daher lassen wir das mal da. Wir können uns sowieso nichts leisten. Und ich würde ungern wieder den Automaten wegsprengen. Aber vielleicht sollten wir uns die blauen Herzen hier holen. Achso, das heißt, wir können die Gottheit bekommen. Das wollte ich sagen. Wir können die Gottheit in dieser Mod bekommen, ohne Angel-Räume zu haben. So wie ich das jetzt verstanden habe. Und ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ja, Holy Water, du bist das beste Holy Water, das ich jemals gekannt habe. Geil, habt ihr gesehen, wie viel Schaden Holy Water gemacht hat? Richtig das gute Item. Wenn nicht sogar das beste Item. Tschüss. Natürlich sind da Gegner drin. Ja. Ist okay. Werden wir jetzt eigentlich rausteleportet, wenn wir gerade am Aufladen sind des Brimstons und dann getroffen werden? Weil wir dieses Cursed Eye-Shot-Ding haben. Aha, interessant. Gut, tschüss. Und ab zum Boss. Ach, Mutti ist das schon. Wir haben unser Körper verloren und es bringt uns nichts. Hey, die Schere ist wirklich voll unnötig. Was ist da los? Eigentlich sollte doch unser Kopf jetzt beweglich sein, oder nicht? Oder unser Kopf sollte zumindest auf den Feind gehen. Aber macht er alles nicht. Irgendwie funktioniert die Schere hier nicht richtig. Naja, wir gehen auf jeden Fall mal in den Dark Room rein, würde ich sagen. Wir haben genau auf die Sekunde Mutti besiegt. Dass wir gerade noch so hier rein können. Was ist das denn hier? Wir müssen hier rein. Hä? Warte, was? Und hier sind nur 2 Items? Ich nehme einfach mal keins mit. Hä? Moment. Wenn ich jetzt rausgehe. Wir hätten... Nee, hätten wir nicht. Hätten wir ein Item mitnehmen können und dann runtergehen? Ich habe keine Ahnung. Warum waren denn da jetzt in der Ecke diese Womp-Dinger? Hä? Ich hatte zu viel Angst, da ein Item mitzunehmen. Tut mir leid. Oh, unser zweites Gabi-Item. Sehr schön. Und ein besseres Space-Item vor allem. Ah. Lol. Was? Wo waren wir dann eben? Hä? Ach, eben waren wir im Engelsraum. Hä? Wie? Was? Warte. Wir waren im Engelsraum und sind jetzt im Teufelsraum? Hä? Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Kann mir das mal jemand erklären? Oh, ich bin verwirrt. Ich bin einfach nur verwirrt. Aber ist mir egal, denn ich habe Gabis Head. So.
Okay, ein Gabi-Item to go. Dann haben wir es geschafft, Leute. Dann haben wir es geschafft. Easy peasy. Geld. Mein Geld. Und Fliegen. Wir haben schon mal ein paar Fliegen. Und bald sind wir der Fliegenmaster. Man kann uns gar nichts mehr aufhalten. Hallo Auge. Hallo anderes Auge. Mit dem zweiten Auge sieht man besser. Schon wieder zwei. Immer zu zweit. Immer diese feigen Augen. Hör mit, warte mal. Wenn ich jetzt hier reingehe und das öffne und das öffne und den Goathead mitnehme und dann Hör mit einsetze, dann bin ich doch da raus. Cool. Nice one. Nice one. Wir haben den Goathead. Das heißt, wir werden in dieser Ebene auf jeden Fall einen Angel oder Devil... haben wir schon. Okay. Der Goathead bringt uns nichts. Jetzt ist er denn die Challenge? Hat da auch irgendwas verändert? Dass man später auch noch irgendwie diese tollen Räume haben kann. Wäre ja eigentlich ganz schön. Ansonsten waren wir hier ja schon im Devil-Raum, aber wir waren auch im Engelsraum. Wir waren in beiden Räumen. Ich verstehe das immer noch nicht. Ich habe gegen den Engel gekämpft und dann gegen den Krampus. Wie geht das? Das ist doch total unlogisch. Aha, ihr seid also auch zu zweit. Alle sind hier zu zweit, nur ich nicht. Oh, ich bin zu dritt. Sogar die sind zu viert. Och man. Pum, pum. Oh nein, die Armee der weißen Köpfe kommt. Boah, was sind denn das für Räume? Kann euch dein Ernst sein, Spiel? Was ist das für ein Raum, bitte? Oh ja, explodier du mal. Gut, dass ich Brimstone hab. Und durch die ganzen Dinger hier durchschießen kann. Stellt euch mal vor, wir könnten jetzt nicht durch die ganzen Steine durchschießen. Dann wäre das hier richtig, richtig assig. Aber richtig. Richtig assig. Aber wir können ja zum Glück da durchschießen. War das der letzte? Nee. Wo ist der letzte? Hallo? Der Raum ist zu groß. Wo bist du? Da. Und du? Da. Okidoki. Nach rechts. Da ist bestimmt irgendwo ein blauer Stein. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust nachzusuchen. Geh weg. Ich will dich, ich will dich, gib bitte weg. Wow, wow, wow. Okay. Hoffentlich kriegen wir noch ein Gabi-Item. Der ist wieder voll schnieke. Oh, was? Einfach ein Gördi? Dein Ernst? Warum ist hier einfach ein Gördi als normaler Gegner? Oh, und ein All Stats Up. Ach, das meinten die mit später wird das Geld trotzdem nicht useless. Okay. Sind wir ein super Fanboy-Typ und der ist voll glücklich. Dafür musst du leider sterben. Tut mir leid. Aber ich mag es nicht, wenn du mich so angrinst. Schlüssel. Nehmen wir nicht mit. Shit. Aber da war noch ein blaues Herz. Doch nicht. Toll. Super. Habe ich Leben verloren.
viele Speeder-Pillen wir schon hatten. 4. Wham! Genau, da waren wir schon. Okay. Immer weiter. Weiter, 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 immer weiter, 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 immer weiter. Wir hatten das negativ mitgenommen, oder? Ja, ich glaube schon. Boss ist da rechts, da gehen wir auch nach rechts. Ist er denn? Sieht die Arcade vielleicht anders aus? Warte, wir schauen gleich nochmal in die Arcade rein. Da bin ich jetzt gespannt. Nee, sieht ganz normal aus. Okay. Dann darfst du Arcade Arcade bleiben. Ist hier vielleicht irgendwo ein X-Stein? Nö. Hab zumindest gerade keinen gesehen. Und ich hoffe einfach, das ist der richtige Weg, den ich hier lang gehe. Sehr World. Okay, jetzt wissen wir, dass es der richtige Gang ist. Oha. Black Lotus. Okay, warum nicht? HP ab mal 3. Nett. Sowas nimmt man doch gerne mit. Ich mag's dann, diese kleinen Scheißhaufen einfach eine andere Farbe haben. Dann sind die einfach so richtig groß. Ich mag das. Scheißhaufen, große Scheißhaufen sind toll. Keine Ahnung warum, aber ich find's toll. Oh. Kommt das komisch oder ist das normal? Wenn man große, große, süße Scheißhaufen, die machen, süß findet? Warum war hier so ein... Oh mein Gott. Hier kommen komische Gegner zum Vorschein. Idlibs, so, so. Da ist ein X-Stein. Und Idlibs ist einfach in einem Raum, der eigentlich für Loki geplant ist. Naja, Idlibs ist ja nicht schwerer geworden, zum Glück. Außer halt, dass an den Seiten diese Steine sind, aber sonst ist das ja alles gut hier. Haben wir hier bekommen? Noch eine Death Card. Okay, dann können wir eine einsetzen. Hä? Oh, ich bin zu schnell. Okay. Hab verstanden. Denn was zum... Was zum... Denn ernst? Warum gibt es nicht solche Engelsräume? Soll ich das jetzt mitnehmen? Ich nehm's mit. Ja, wir wollten sowieso runter. Das heißt, wir können auch hier gerne runtergehen. Wie geil das aussieht. Das finde ich richtig nice. So einen Engelsraum hätte ich gerne. Ein Engelsraum, wo alle Engels-Items drin sind. Das wäre mal schön. Und ich will immer noch Gabi werden. Moment. Wir müssen mal kurz in den Challenge-Raum. Ich muss mal ganz schnell Gabi werden. Kann ja nicht so schwer sein. Wenn da eine rote Kiste drin ist, dann haben wir sogar sehr gute Chancen. Ja, eine. Okay, dann nicht. Oh, toll. Nehme ich trotzdem mit. Einfach, weil ich sowieso auf Abstand bleiben werde. Von daher... Destruction. Und dafür bin ich da reingegangen. Toll. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Warte, wo ist der Boss? Da oben. Da links ist noch ein Miniboss. Gehen wir erstmal zum Miniboss, wenn wir bis dahin kommen. Wenn ich mal verstehen würde, wie ich denn da überhaupt hinkomme. Hä? Achso. Okay, easy. Oh nein. Nein, 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 nein. Gegen den kämpfe ich garantiert nicht. Nein, nein. Auf keinen Fall.
Mit Cages könnt ihr mich jagen. Solltet ihr aber nicht. Au. Ach Gott, oh Gott. Wo ist er? Achso. Ja. Gut, wir sind gleich tot. Ich denke mal, wir müssen hier rechts. Oh, doch nicht. Aber da war zum Glück nichts. Oh nein, wenn jetzt der Teufel auch ein anderer ist, dann haben wir ja gar keine Schnitte. Aber in die Chests würde ich wirklich nochmal gerne reingucken. Weil da wird ja dann höchstwahrscheinlich auch ein anderer Gegner sein. So. Okay, wir machen das so. Wir nehmen jetzt erstmal Dad mit. So. Besiegen kurz den Satan, welcher hoffentlich wirklich einfach der Satan ist. Lol. Aber wir können ja gar nicht fliegen. Oh nein. Oh wow. Oh wow. Was ist das für ein... Das ist sau dumm. Ah, was? Warum? Was hat mich da... Ah, das... Da. Dieses blöde rote Feuer hat uns voll reingerissen. Dieses rechte Feuer da, dieses, was fast aus ist, das hat uns abgeschossen, glaube ich. Alles nur, weil wir nicht Gabi geworden sind. Oh nein. Gibt es eigentlich auch andere... Ja. Oha. 20 neue Challenges. Okay, cool. Lass morgen mal, oder übermorgen, weil morgen kommt ja wieder Wizards Lizard wahrscheinlich, eine Challenge machen. Das macht bestimmt Spaß. Ja, Challenges, ja, toll. Haben wir jetzt leider nicht geschafft. Wen haben wir nochmal gespielt? Wie hieß der? Ah, Salomon, genau. Lilith ist bestimmt auch witzig. Na gut, wir machen dann beim nächsten Mal Challenges. Bedanke mich auf jeden Fall trotzdem erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet bei der The Binding of Isaac Rebirth Savior. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.